Übersät mit Trümmern sind die Straßen im kalifornischen Napa. Ein schweres Erdbeben erschüttert den Norden des Golden State an der Westküste der USA. Es ist das heftigste in der Region seit einem Vierteljahrhundert. Mehr als 130 Menschen werden verletzt, einige von ihnen schwer. In dem für seine Weine berühmten Napa Valley überrascht der Erdstoß der Stärke 6,0 viele Anwohner im Schlaf. Es dauerte etwa so lange wie ein gewöhnliches Erdbeben, aber die Stoßkraft war ganz anders. Ich dachte, das Haus wird von etwas getroffen, vielleicht einer Explosion. An ein Erdbeben habe ich erst als letztes gedacht. Auch Stunden nach dem Beben sind tausende Haushalte ohne Strom. Bewohner berichten von Gaslecks und zerborstenen Wasserleitungen. Auch viele Weingüter in dem bekannten Anbaugebiet werden von dem Beben hart getroffen. Die Erschütterungen sind selbst in der mehr als 60 Kilometer entfernten Metropole San Francisco zu spüren. Dort will die Polizei nun alle Brücken auf mögliche Schäden überprüfen. Experten warnen, dass Nachbeben einer Stärke von 5,0 innerhalb einer Woche wahrscheinlich seien. Und sie betonen, was der heftige Erdstoß wieder einmal in Erinnerung ruft: Kalifornien ist Erdbebenland.